Kakao, ich habe eine ganz tolle Idee, wie wir ihn fertig machen. Dazu müssen wir allerdings einige Kräfte sammeln. Vergeudet also eure Energie nicht an alberne Reden. Jedenfalls nicht für diesen Part. Und dann werdet ihr sehen, wie wir ihn fertig machen. Gut. Alles noch okay. Bist du noch Stufe 5? Ja, noch bist du Stufe 5. Ah, stimmt, ausbilden kann ich jetzt auch billiger. Dadurch, dass ich einen Charakterwert habe. Aber um die auf Stufe 3 zu kriegen, brauche ich extrem viel. Feierabend. So, und das nächste Mal geht's aber ab. So, kommen wir schnell dazu. Na komm, bitte geh dahin, wo ich dich haben möchte. Warum will er nicht in die Ecke gehen? Es arbeitet ja gerade keiner da hinten. Na gut, dann bleib halt so. Nein, nicht umstellen. Ich wollte nur die Info lesen. ...270. Die Köche werden aber mehr Leistung brauchen. Also kommt noch eins dazu. ...360, das reicht. Na, viele Kundschaften, aber die meisten kommen ja erst später. Er hat schon seinen Laden aufgegeben, das freut mich. Er hat eh nur noch einen. Den anderen hat er auch aufgegeben. Wo war denn der? Habe ich vergessen. Naja. Auf jeden Fall hat er nur den einen. Der hatte am meisten von mir die Startwerte und am meisten Startgeld. Und trotzdem nicht überlebt. Also jedenfalls nicht stark. Mich greift jemand an. Da muss ich mal Ausschau halten. ...66, na komm, wann mache ich auf? 6 Uhr, also gleich. Und dann müssten sie mir den Laden stürmen hier. Und der Laden schließt um die Zeit, gell? Ja. Das heißt, ich mache fast den ganzen Tag ununterbrochen Gewinn. Nein. Aber auf Nobelfilialen hat keiner von denen abgesehen. Keiner legt es irgendwie drauf an. So, jetzt könnt ihr kommen, meine Prolls. Jetzt könnt ihr kommen. Also da. Da ist besser. Ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Sportlich. Ah, keine Konkurrenz am besten. So. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Welches denn? Nö. Ist mir zu klein, die Belohnung. Ach du Scheiße, sind die langsam. Na gut, ich will trotzdem wissen, ob ich Gewinn mache. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Hier läuft's ja. Schade, dass ich nicht angestellt, die man hin und her schicken kann. Sagen von der Filiale, ich brauche euch gerade hier nicht, aber drüben könnt ihr arbeiten. Das wäre ganz witzig. Wer ist denn finanziell gerade am Boden? Ui, ich steige.
mit Gelb zusammen. Er geht da einfach runter, aber ich denke, vielleicht nur, weil er so viel investiert hat in sein Hauptquartier. Ich weiß auch nicht, was der alles so macht. Der greift wahrscheinlich ständig das Leute auch an. So mittlerweile. Oh Gott, 155, drei Köche, Alter. Die Leistung von denen ist scheiße. Meine Güte. Nee, die müssen ausgebildet werden, es geht nicht anders. Ich krach da ja zusammen, Alter. Das tut ja weh beim Hinsehen. Also das ist ja echt schmerzhaft. Wie lange spiele ich eigentlich schon? Sieht man das hier irgendwo? Ja, 225 Spielstunden. Ui, so viele Prolls. Ne, dafür muss aber meine Angestellten besser sein. Sonst läuft hier gar nichts. Oh Gott, guck mal, wie langsam das ist. Ey, Mädel, da ist eine Schnecke, die schneller bedient als du. Alter. Und die Türen sind alle belegt. Oh Gott, da werden Hunderte verschwinden. Der Laden macht sowas von kein Gewinn. Das muss schleunigst verbessert werden. Vergiss das. Ich mache genug Gewinn insgesamt noch mit dem anderen Laden. Und deshalb, was sind das für eine Motivation und was ist das hier? Hoch damit. Bin ich halt jetzt schon hoch. Das geht doch so nicht. Motivation höher. Höher. Das sind ja alles Luschen, die ich eingestellt habe. Da, höher, höher, kommt alles hoch damit. Keinen einzigen bedienen. Das Ding wird so runtergehen, mich auch runterziehen am Anfang, aber es wird sich lohnen. Ihr seht, wie viele herkommen, das sind alle Prolls fast aus der Stadt. Damit nehme ich natürlich auch allen anderen Leuten viele Kundschaft weg. Der hat eigentlich gar keine Gesundheit gebraucht. Ja, der schon. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist so witzlos lame bei denen. Wie kann man so langsam sein? Was macht man währenddessen? Smartphones gab es ja damals nicht. Also es gab so wenig Ablenkung wie möglich. Ja, wir haben 2002. Wir sind ja nicht mehr in der Mission, wo wir in der Zukunft sind. Wir im Jahre, was waren wir? 2037 oder so? Das war noch Zeit. So, schön hoch, bitte, schön hoch. Ich darf keine... Nein, das braucht keine Gesundheit. Okay, und du bist der da. So, alles schön ausbilden. Und du mach Geld. Ich muss ein bisschen auf dem Konto haben. Sehr gut. Die Qualität ist auch hier sehr gut. Hier geht's. Ich weiß aber immer noch nicht, warum die so niedrig ist. Sag mir oh Gott. Sag mir nicht, die Fabrik hier hat einen Einfluss auf meine Lagerung. Nee, so detailliert ist das Spiel nicht. Zähl mir nichts. Wie stehen die Aktien? Kann ich das denn nachlesen? So größer, deutlich länger. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich das finden sollte. So, die Karte ist aber immer noch sehr bunt für mich. Das ist immer noch nicht gut.
zu viel Konkurrenz ist nicht gut. Mindestens nimmt meinem Laden hier keiner die Kundschaft weg. Oh, tatsächlich minimiere ich schon meinen Verlust. Ich kann ihn sogar wahrscheinlich komplett zurückhalten. Das ist gut. Doch, dann bin ich froh. Die Werbung hat ja auch in sich was. Hier ist ja auch noch ein Werbeplakat. Also die Preuß kriege ich eh alle auf meine Seite, nur zufrieden muss ich sie noch stellen. Stadtwerbung habe ich ja nicht mal angefangen. Stufe 5. Immer kontrollieren. Hauptsache ich hink da hinterher. Das ist schrecklich. Schläger, Schläger. Fehlt nicht noch einer da. Alle Schläger sind daheim. Mann, so viele Kundschaft kriegt der. Insgesamt ordentlich Gewinn. Und hier bin ich im Plus. Yay. Und zwar jetzt schon. Wenn ich jetzt alle bediene, dann geht's ab. Und Stadtwerbung brauche ich nicht mal. Für was denn? Meine Restaurants sind ja meistens voll. Daher, selbst das habe ich im Griff. Ich muss auch irgendwann mal mein Fazit zum Spiel geben, gell? Das habe ich immer noch nicht getan. Der letzte Part der Missionen, der war ja eh so verwirrend, dass ich keinen Kopf dafür hatte. Jetzt aber mittendrin natürlich passt auch nicht. Ich denke, ich mache das bei der nächsten Stadt einfach so noch drauf. Nein. Also. Ich müsste eigentlich auch mal eine Pizza essen, während ich Pizza Connection jetzt zocke. Das müsste ich auch mal machen. Einfach so aus Gefühl. Ich denke, das wollte ich mal als Kind machen. Als ich gezockt habe, auch so eine leckere Pizza. Ich hatte, da kriegt man ja Hunger bei sowas. Also ich jedenfalls. Also alle schön zufrieden. Naja, fast. Und dafür, dass aber so viele gehen, läuft's. Ich versuche mal daraus was zu verstehen. Ne. Durch das Gemurmel verstehe ich immer noch nichts. Da ist Dot. Eigentlich muss ich nur noch aufpassen, dass er keinen Scheiß baut. Das darf auf keinen Fall passieren. Wie viel kostet das Ausbauen? Das kostet 56.000, gut. Die 56.000, die ich ausgebe, plus meine Wachen auszubilden, das kostet erstmal noch 14.000. Danach weiß ich nicht, wie viel die nächste Stufe kostet. Weil starke Wachen brauche ich. Wenn er mit Gangstern und Schlägern reinkommt, ich denke, das ist der stärkste Angriff, den der Computer drauf hat, wahrscheinlich 3-3, jeweils reinzuschicken, dann können diese Wachen sie nicht aufhalten. Und da hier keine Polizei ist, ja, bin ich schusslos. Aber ich werde wahrscheinlich mehr abgehen, deswegen will ich auch keine Polizei hier haben. Das wäre ein bisschen nervig. Läuft, läuft, läuft. Hat immer noch insgesamt Gewinn. Das freut mich. Aber die müssen ausgebildet werden, sonst verlassen zu viele mein Restaurant. Und ich will kein Proll jemand anderen überlassen. Alles soll mir gehören. Das ist sehr wichtig. Nur morgens mache ich eigentlich keinen Gewinn, gell? Doch. Immer. Ja, 24 Stunden hat irgendeiner meiner Geschäfte immer offen. Gut.
Das freut mich. Bye bye, tschüssi. Verschwindet alle aus meinem Laden. Das Geld habe ich von euch. Und die sind immer noch glücklich, gell? Die haben kein Problem. Bis ich komme. Ich werde jeden einzelnen von ihnen sowas von fertig machen. Wie lauten meine Ziele eigentlich nochmal? Noble Finiane. Ja, das kann ich abschminken, solange der die volle Kontrolle hat. Über den Bürgermeister. Er muss die Kontrolle verlieren, sonst. Wie gesagt, 82 kann ich nicht erreichen. 72 muss ich das runterbringen und dann die 4 Sterne auch noch bringen. Und für jeden Stern extra brauche ich dann nochmal 3 Punkte mehr. Das braucht insgesamt 85. Wie alt muss ich bringen? 82? Ja, 72 gibt es den ersten, genau. 75 den zweiten, 78 den nächsten. Und 82 gibt es den vierten dann, okay. Na gut. Was war das andere Ziel? Gut, das Hauptquartier auf Stufe 6, das mache ich automatisch im Laufe des Dings und dann sprenge ich natürlich auch ein gegnerisches Hauptquartier, wahrscheinlich das von dem. Weil sonst... Obwohl, vielleicht wird er nicht der Einzige sein. Fatman, tut mir leid, du bist zur falschen Zeit hier. Der kommt auch immer nachts, gell? Der kommt nie zu einer anderen Zeit. Cool. Dann würde ich sagen, habe ich mich endlich gut vorbereitet und bald habe ich so viel Geld, dass ich auch in Sekunden alles machen kann. Immer noch schade, dass es in dem Spiel kein Vorspulen gibt. Das war halt damals nicht so notwendig. Weil man sollte ja mit dem Spiel auch längere Zeit verbringen und nicht zack, zack, alles schnell vorbeibringen. Ja, aber es wäre doch ein bisschen besser. Es wird immer noch schön, wenn sich irgendjemand die Rechte holen würde und daraus ein neues Spiel machen würde. Vielleicht auch ein Indie-Entwickler. Warum nicht? Könnten bestimmt auch was Schönes dafür zaubern. Ich weiß gar nicht, ob Unternehmen überhaupt das mögliche Potenzial überhaupt sich ansehen. Über ältere, vergessene Spiele. Es gibt viele Marken bestimmt, die früher sehr bekannt waren, verloren gingen und ja, einfach aktuell keiner hat. Alter, ist es voll bei dem. Es liegt nur an dem da. Das muss ich unbedingt loswerden. So, ich würde aber sagen, langsam. Ja, langsam wird es Zeit. Vielleicht für mich auch mal die Aufnahme zu beenden. Und mich etwas hinzulegen. Weil ich bin viel zu lange am Stück da. Wäre das hier der eigentlich geplante Livestream, würde ich mich durchdringen und immer noch gute Laune zeigen. Aber so, weiß nicht. Ich kann ja nichts lesen, keine Kommentare, kein gar nichts. Und ich muss nur warten. Diese Warterei.